Hallo meine Mäuse und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr wahrscheinlich am Titel schon entnehmen könnt, gibt es mal wieder ein Halara-Haul. Ja, ich bin richtig happy damit. Ich liebe die Produkte und dementsprechend bin ich auch sehr, sehr dankbar und happy, dass Halara auch immer weiter mit mir zusammenarbeiten möchte. Und weil Halara einfach super viele coole Sachen hat, bin ich auch diesmal fündig geworden. Ich habe versucht, so ein bisschen querbeet, also so ein bisschen mixmäßig mich durchzuwuseln und ja, einfach auch so ein bisschen verschiedene Sachen auszuwählen. Ich muss dazu sagen, diesmal ist ein Flop-Produkt für mich dabei. Ich zeige euch aber gleich auch warum oder sage euch noch kurz was dazu. Und es war jetzt auch so, dass in diesem Haul zwei Produkte ja für mich quasi gar nicht funktioniert haben. Da war auch das eine Flop-Produkt dabei. Deswegen hat meine Mama mich in dem Video ein bisschen unterstützt. Also eingeblendet seht ihr dann gleich bei, es sind insgesamt glaube ich drei Produkte, wo meine Mama das Model gespielt hat, damit ihr das angezogen seht. Und Größen und Produkte sind wie immer verlinkt. Ja, und ich denke, wichtig ist ja einfach, dass man es angezogen sieht. Ich glaube, meine Mama hat da auch einen ganz guten Job hingelegt. Und die anderen Produkte werdet ihr dann in gewohnter Umgebung gleich an mir eingeblendet dann jeweils immer zum Produkt, wie auch bei den anderen Videos sehen. Wer meine anderen beiden Halara-Hauls noch nicht gesehen hat, die verlinke ich euch auch unten und freue mich dann, ja, wenn ihr da auch vorbeischaut. Ansonsten wünsche ich uns jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Video. Ja, wie auch in den anderen Videos, es ist schon alles ausgepackt. Die Hose hatte ich sogar am Freitag war das, hatte ich die schon an. Das ist so, ich würde auch sagen, wir starten jetzt mit der. Das ist so mein Favorit. Also das generell wirklich diese ganzen Leggings, Jeans-Leggings, wie auch immer von Halara. Ich liebe die einfach, weil die aussehen wie Jeans, aber so bequem sind wie eine Leggings. In der Bestellung habe ich jetzt auch eine Größe kleiner gewählt. Im letzten Mal hatte mich auch hatte eine liebe Maus irgendwie auch geschrieben, ja, aber die Hosen, die waren dir zu groß. Ich muss halt sagen, die 3XL, es passt, also ihr habt ja gesehen, dass ich die schon anbekomme, alles gut. Aber wenn man die Hosen, also wenn ich die dann länger anhabe, gerade auch so an den Oberschenkeln und so, dann merke ich doch, ja, habe ich mir dann gedacht, ja, ich vertrage da bestimmt auch eine Nummer kleiner. Und meine Mama, die hatte privat für sich halt bestellt und hatte für mich dann eine Hose mal in 2XL mitbestellt, weil ich halt sonst immer Angst hatte nachher bei der Kooperation, dass es irgendwie überhaupt nicht passt und ich euch dann nichts zeigen kann. Und so war das jetzt so ein bisschen der einfachere Weg. Also habe ich mich jetzt diesmal für 2XL entschieden, bin damit mega happy. Die Hose sitzt super gut und ich werde demnächst dann auch 2XL bestellen. Also gerade bei diesen Jeans-Leggings, bei so stoffartigen Sachen oder den Kleidern, Röcken, bin ich jetzt trotzdem bei 3XL geblieben. Genau. Also ich würde sagen, wir starten mit der Halara Magic Plus Size Jeans Jeggings aus elastischem Strickdenim. Dieses Strickdenim ist ja bei Halara, ich sag mal, das Berühmte, warum die Hosen halt so super stretchy sind, warum die so angenehm zum Tragen sind. Und was ich halt auch sagen muss, ich finde immer diesen breiten Bund, den Halara einbaut, einfach sehr perfekt. Die hat jetzt Gesäßtaschen. Die Farbe ist jetzt Denim Black. Ich finde, das ist eine wunderschöne Mischung aus so Schwarz und Grau. Also die Farbe gefällt mir super gut. Ich zeige euch die jetzt nochmal von Namen. Vorne sind halt wieder diese Fake-Taschen. Habe ich aber auch schon mal was zu gesagt. Also mich stört das überhaupt nicht. Dann unten sind die schmal geschnitten. Ganz normal mit so einem vernähten Bund. Das ist innen. Und ihr seht, die sind wirklich super stretchy. Und das, was ich eben halt gesagt hatte, dieser Bund ist halt einfach angenehm. Gerade als Plus-Size. Ich muss aber auch sagen, dieser Halara hat ja auch nicht nur Plus-Size-Sachen, sondern auch für, ich sag mal, jegliche Körperformen, ich glaube, werden da fündig.
Also das ist die erste Hose, auch einfach einer wieder meiner Favoriten aus der Bestellung, weil gerade diese Jeggings gehen für mich immer. Also das nächste Produkt nennt sich, ich nehme mein Handy kurz dazu, damit ich euch auch das Richtige sage, Skinny Yoga Plus Size 7/8 Leggings mit hoher Taille und Cargo-Tasche. Also Cargo-Tasche, das sind die, die quasi so außen, also das seht ihr gleich angezogen, auch nochmal außen am Oberschenkel sind. Da habe ich jetzt auch 2XL in Schwarz genommen. Also die hat einmal hinten auch diesen Cargo-Taschen-Look. Hier seht ihr auch wieder, wie dehnbar das Ganze ist. Und so könnt ihr die nochmal auch so die Taschen sehen. Unten ist die halt wieder schmal geschnitten. Die ist vom Material her jetzt aber eher, ich würde jetzt behaupten, wie eine Sporthose, wenn ihr wisst, was ich meine. Also dieser ja, elastische, sportliche Stoff, anders als eine Jeans. Ja, aber seht ihr ja auch nochmal angezogen. Die hat hinten halt auch nochmal so eine Raffung, um einen Knacke-Po zu zaubern. Ja, und die gefällt mir auch gut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Produkten, die meine Mama für mich, also wo die so lieb war und die präsentiert hat. Also einmal, die hatte ich für meine Mama auch mitbestellt. Einfach im Video seht ihr jetzt, wenn meine Mama die angezogen hat, die wollte das gerne in einer XL. Ich hatte die ja ursprünglich, ich weiß es jetzt gar nicht, ob 2 oder 3 XL. Seht ihr auf jeden Fall in meiner letzten Halara-Bestellung, da sind die Sachen ja auch nochmal verlinkt. Schaut halt gerne nochmal vorbei. Das war diese wunderschöne pinke, also ich zeige euch jetzt, ach ja, dann kann ich ja direkt reingucken. Genau, das war nämlich meine, das war in 3XL und die hat diesen schönen Crossover-Schnitt. Ja, einfach eine wunderschöne Sporthose, kann man aber auch ja zu Hause tragen, zum Spazieren, wie auch immer. Die ist auch super stretchy, also auch bei denen muss ich sagen, hätte ich vermutlich auch eine 2XL nehmen können, weil man die halt super gut ziehen kann. Die gehen über den Bauch, da schneidet nichts ein. Ja, sind einfach bequem und schön und angenehm. Meine Mama ist auch sehr, sehr begeistert, hat sich sehr darüber gefreut. Ihr könnt auch sehen, bei meiner Mama natürlich ist in XL auch die Länge einfach nochmal generell ein bisschen, also angepasst etwas kürzer, als wenn man jetzt eine 2 oder 3 XL nimmt. Aber man muss auch dazu sagen, ich bin nur 1,58, meine Mama ist 1,73. Da sieht man natürlich, dass da der Schnitt auch eher so ein bisschen so ist, dass die Knöchel frei sind. Also wenn ihr jetzt über 1,70 oder so seid, dann seht ihr da jetzt auch einfach mal so ein bisschen nochmal ein anderes Größenverhältnis, was vielleicht auch nicht verkehrt ist. Die Hose nennt sich, damit wir das jetzt auch nochmal gesagt haben, Softly Zero High Waisted Crossover Side Pocket Plain Plus Size Leggings. Und die ist in voller Länge gewesen bei meiner Mama. Also deswegen sage ich euch das nochmal, da, ja, falls ihr so über 1,70 seid, sind trotzdem so die Knöchel dann etwas frei. Da hatte ich, wie gesagt, ein XL bestellt und die Farbe ist Fedora Red Purple. Also für mich so ein knalliges, perfektes Pink für den Frühling und Sommer. Und dann kommen wir ja zu einem Rock. Ich kann euch den jetzt hier gar nicht so zeigen, aber da war auch meine Mama so lieb und hat den angezogen einmal gezeigt. Der hat innen auch wieder so ja, wie eine Radler-Shorts integriert. Ich glaube, jede Frau kennt es, Röcke, Kleider im Sommer, die Schenkel reiben aneinander, man läuft sich in Wolf, es ist unangenehm. Und genau sowas ist ein Punkt, warum man richtig krass merkt, dass Halara halt von Frauen gegründet ist und die Frauen halt auch die Produkte entwickeln, weil das so Dinge sind, ja, wo dann gerade, ja, Girls Support Girls, ich glaube Frauen genau an sowas denken, um einfach das so komfortabler, gemütlicher und angenehmer zum Tragen zu machen. Ich muss gestehen, dass ich mich nicht daran erinnern kann, den bestellt zu haben. Der war aber mit in der Bestellung.
Und meiner Mama passt der auch sehr gut. Bei meiner Mama fand ich das auch von der Länge super schön. Aber das ging bei mir halt gar nicht, weil ich komplett draufgetreten bin. Also ihr seht das, ich habe ja gerade gesagt, meine Mama ist 1,73 und da geht der schon bis auf den Boden und ich bin halt 1,58. Also das sah komplett blöd aus. Deswegen bin ich ganz froh, dass meine Mama so lieb war, reinzuschlüpfen und euch das Ganze auch nochmal angezogen zu zeigen. Ich schaue mal, ob ich den auch noch finde und würde euch den dann auch ganz einfach verlinken. Deswegen, ich habe ja sonst immer eine Auflistung von den Sachen, die ich bestellt habe, wie die heißen, kann ich euch bei dem tatsächlich jetzt, wie gesagt, irgendwie auch nicht sagen. Der war einfach in meiner Bestellung dabei. Das Material ist so ein bisschen obenrum auch wieder wie eine Sporthose. Also der hat hier auch diesen elastischen Bund. Der ist auch in einer 3XL. Und ist halt auch super stretchy. Und unten, das ist so ein bisschen, ich kann es jetzt nicht beschreiben, aber so dieser ganz lässige, flatterige Stoff, der, glaube ich, super angenehm für den Sommer ist, wo man halt auch nicht so drin schwitzt und wo einem nicht so schnell warm wird. Dann kommen wir jetzt zum letzten Produkt, was meine Mama präsentiert hat und auch so zu einem, ja, für mich einfach einem Flop-Produkt. Ich muss sagen, bei meiner Körperform, ich sag euch das ja auch immer wieder, dass ich halt ja sehr auch mit meinem Bauch struggle und dieser Schnitt war für mich mehr als unvorteilhaft. Also es saß überhaupt nicht, es sah fürchterlich aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und darin habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich habe mir das eigentlich ganz cool vorgestellt, weil guckt euch die Farbe an. Ich habe gedacht, das ist so eine richtig, richtig schöne Sommerfarbe. Und ist so ein bisschen wie so eine Haremshose, also so unten sehr so flatterig. Ja, ich habe mir das sehr schön vorgestellt. Aber wie gesagt, in der Realität, bei mir ging es halt gar nicht. Und meine Mama war dann so lieb und hat auch gesagt, sie würde das gerne mal anprobieren. Also wie gesagt, den Rock bekommt meine Mama dann auch, den ich euch jetzt gerade eben gezeigt habe. Und das wird auch meine Mama bekommen. Aber meine Mama ist sich auch noch unsicher, wie sie es kombiniert. Sie hat dann auch, weil sie auch nicht so 100% gefallen hat, hat sie jetzt, seht ihr jetzt, so eine Leggings halt drunter gezogen, um sich so etwas wohler zu fühlen. Aber da habe ich auch gesagt, das ist auch nicht so, glaube ich, das Wahre. Ich könnte mir vorstellen, also dass das so eine Hose ist, die vielleicht bei Leuten, die entweder trotzdem etwas weniger haben im Plus-Size-Bereich oder einfach bei einer schmaleren Körperform, kann ich mir das Ganze super schön vorstellen. Oder wenn man auch sagt, hey, ich bin voll cool mit mir, ich fühle mich darin wohl, dann go girl, trag das. Ich habe mich halt persönlich wirklich dann gar nicht wohl gefühlt. Meine Mama hat sich auch nicht so wohl gefühlt. Wir wissen halt noch nicht so genau, ja, wie wir das jetzt hiermit lösen, weil an sich die Farbe gefällt uns beiden gut und die Idee davon gefällt uns auch beiden gut. Aber an unseren Körpern hat es uns jetzt nicht ganz so gut gefallen. Nichtsdestotrotz, ich sag euch mal eben, um welche Hose es hier geht. Breezeful und die sind auch aus, also alles, was ich euch jetzt gerade eben diese, also den Rock und auch das hier, das kommt mit aus dieser Flowy-Reihe. Dieses fließende, flatterige Material, was halt perfekt für Frühjahr und Sommer ist. Da hat man einfach eine wunderschöne Fließfähigkeit. Also es ist alles sehr ja, einfach angenehm und wie gesagt, eigentlich an sich die perfekte Sommerhose. Die ist hochtailliert, schnell trocknend und im lässigen Flowy Palazzo-Style. Die hat halt, wie gesagt, diesen Schlitz. Ihr seht das ja angezogen. Und eine Rückenbundtasche kann ich euch hier jetzt auch nochmal eben zeigen. Also beispielsweise könnt ihr hier zum Beispiel eine Karte oder ein bisschen Geld reinmachen, wenn ihr ansonsten ja, nichts mitnehmen wollt. Muss man halt gucken, weil da jetzt kein Reißverschluss ist. Also das ist einfach so eine offene Tasche hinten, die man halt bei Bedarf einfach noch benutzen kann. Und die war jetzt auch in 3XL und in der Farbe Blush Orange. Also wie gesagt, die Farbe schreit nach Sommer. Dann kommen wir zum vorletzten Produkt. Und zwar auch wieder von dieser Breezeful Reihe, die Halara hat. Hochtaillierter, asymmetrischer, schnell trocknender 2-in-1. Also 2-in-1 auch, weil da wieder dieses Radlerhöschen integriert ist. Flowy Rüschentanzrock in Großgröße. Ich habe jetzt auch wieder 3XL genommen in der Farbe Schwarz. Und ja, da seht ihr das Ganze nochmal. Ihr werdet das dann auch nochmal angezogen sehen. Aber da seht ihr eigentlich auch wieder,
wie elastisch das Ganze ist. Der hat jetzt keine Tasche oder weiteren Schnickschnack. Aber ja, bei Röcken stört mich das persönlich jetzt auch nicht. Der hat vom Material das auch wieder ähnlich, dass das oben wieder, also am Bund, wo es am Bauch sitzt, mehr wie so eine Sporthose ist. Und unten, das ist halt auch wieder einfach dieser flowy Stoff, der ja schön von rechts nach links fließt und womit man sich drehen kann. Und ja. Und dann habe ich mir noch was von der Breezeful-Reihe ausgesucht. Und zwar ein rückenfreies, schnell trocknendes und lässiges Flowy Midi-Kleid. Und das ist eine neue Farbe, die es bei Halara gibt. Ich muss mal kurz gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Sequoia die Farbe. Ich habe das auch in 3XL genommen. Und ja, da ist wie so ein integrierter BH, würde ich jetzt sagen, drin. Also auch mit so Cups. Muss man halt gucken, ob einem der halt reicht oder ob man halt trotzdem noch ja, ein BH anziehen möchte. Und hier sieht man halt auch wieder, dass das so dieses flowy Material ist. Ich finde die Farbe auch sehr, sehr schön. Die hatten auch, ich weiß gar nicht, ob das auch, ich meine, Pink war das, eine neue Farbe. Die war aber leider in meiner Größe schon ausverkauft. Deswegen habe ich mich halt für diesen Braunton entschieden. Finde ich aber auch richtig schön. Ich denke, das wird so ein Kleid sein, ja, was man im Sommer einfach mal schnell drüber gezogen hat und ja, man ist angezogen. Ich werde euch die Produkte, ihr habt die ja jetzt auch immer wieder angezogen, an mir gesehen. Ich wollte eigentlich schon ganz, ganz lange euch ja ein Video auch mal abdrehen, wie ich generell so ein bisschen die Halara-Produkte stylen würde. Ich ja, bin einfach nicht dazu gekommen. Wer vielleicht auch meine anderen Videos guckt, privat war einiges los die letzte Zeit. Und ja, dementsprechend habe ich es einfach noch nicht geschafft. Ich nehme mir da jetzt auch so ein bisschen den Druck raus, aber ich möchte euch definitiv schon in den nächsten Wochen da trotzdem gern auch mal was zu abfilmen, weil man die Sachen wirklich cool kombinieren kann und ich das gerne auch in einem Video euch nochmal zeigen möchte. Ja, das war's jetzt auch schon wieder mit dem Haul. Ich finde, ich habe ja schöne Sachen geshoppt. Diesmal eher für mich und meine Mama, also nicht nur für mich. Aber ich finde es auch schön, wenn wir da so ein bisschen uns die Sachen teilen können. Und dass ich Leute in meinem Umfeld da jetzt auch so ein bisschen mit anstecken kann mit den Halara-Produkten. Das spricht ja auch eigentlich nur für Halara, dass meine Mama da jetzt auch privat aus ihrer eigenen Tasche auch bestellt hat und wirklich auch überzeugt ist von den Sachen. Meine Mama lebt auch gefühlt mittlerweile in diesen Leggings von Halara, also die liebt es auch total. Mit meinem Rabattcode könnt ihr heute natürlich auch wieder sparen. Im Prinzip wie bei den anderen Videos auch. Mit VIVIOFF20 könnt ihr 20% auf das gesamte Halara-Sortiment sparen. Und mit dem Rabattcode UNI5 könnt ihr zusätzlich 5% auf bereits reduzierte Artikel sparen. Weil das funktioniert dann mit meinem Rabattcode leider nicht. Meine Mama hatte das nämlich schon probiert. Halara hat aktuell auch immer noch ganz, ganz viel reduziert. Also ihr werdet mit oder ohne meinen Rabattcode auf jeden Fall Schnäppchen machen, das garantiere ich euch. Es ist ganz viel aktuell im Sale. Meine Produkte werde ich natürlich verlinken. Da sind nämlich auch einige Sachen von jetzt aktuell reduziert. Da könnt ihr dann diesen UNI5 Rabattcode anwenden, wenn meiner nicht funktionieren sollte. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr was nicht reduziertes findet und meinen Code nutzt. Ich hoffe, euch hat der Haul gefallen. Freue mich über ein Däumchen nach oben. Kommentiert gerne, was euch diesmal am besten gefallen hat, ob ihr in der Zwischenzeit selber schon mal bei Halara gestöbert oder vielleicht sogar bestellt habt. Und ja, was vielleicht dann euer Eindruck von Halara ist, ob ihr auch so zufrieden seid. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!